أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Die Muslime, die besten Menschen der Welt. Diese Aussage kommt von niemand anderem, außer vom Herrn der Weltenbewohner, Allah, der alle Menschen kennt, die er erschaffen hat. Allah Azza wa Jal sagt in seinem heiligen Buch zwischen der Sura Al-Fatiha, der Anfangssura, und der Endsura An-Nas eine Aya, die gewaltig ist für jeden Muslim, wenn er sie doch nur verstehen würde. Allah Azza wa Jal sagt in seinen glorreichen Wörtern: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ihr seid die besten Menschen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, indem er direkt die Muslime anspricht, und zwar die Sahaba radiyallahu anhum, die ersten aller Muslime gewesen sind. Ihr seid die besten Menschen. Ein Lob und ein Zeugnis von wem? Von Allah, dem Allmächtigen, derjenige, der das Gute an einer Person liebt und das Schlechte an einer Person nicht liebt, liebe Geschwister. Er hat diese Muslime ausgezeichnet, dass sie zu den besten Menschen gehören. Wenn wir uns wie richtige Muslime verhalten, wallahi, dann sind wir die besten bei Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister. Es gibt manche, die leider noch nicht danach leben wollen, die Besten sein zu wollen. Warum? Weil sie noch nicht richtig verstanden haben, dass sie zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Schaut mal, wenn du jemanden fragst, möchtest du der Beste sein, dann fragt er dich, worin? Worin? Worin kann man schon der Beste sein? Natürlich als Vorbild, dass du ein Mensch bist, an dem andere Menschen sich ein Beispiel nehmen, dass du ein Vorbild bist, der für eine Gesellschaft nützlich ist, dass du ein Vorbild bist für andere Leute, die, wal'iyadu billah, heute noch in der Finsternis sind, aber morgen sich an dir ein Beispiel nehmen und sagen, es gibt doch Menschen, ich möchte auch so einen Weg einschlagen wie sie. Und gäbe es diese Menschen nicht und allen voran die Propheten, was wäre dann mit dieser Menschheit los, liebe Geschwister? Wallahi, wie viel Übles sehen wir auf dieser Welt. Und das sehen wir auch am Verhalten der Menschen. Doch wenn die Gläubigen, die Tugendhaften nicht wären, dann würde es keinen Ausgleich geben, sondern es würde nur das Schlechte geben und nicht mehr das Gute. Aber durch die Gläubigen, denen Allah subhanahu wa ta'ala eine besondere Gnade erwiesen hat und die Allah subhanahu wa ta'ala zu einem Licht an einem Ort gemacht hat, der voller Finsternis ist, und durch Leute, die Allahs Gesetze einhalten und die nicht lieben, was Allah nicht liebt, aber die deswegen noch mehr lieben, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, durch diese Menschen kamen andere zu dem geraden Weg, liebe Geschwister. Allahu Akbar. Allah, wenn er wollte, hätte er alle Menschen recht leiten können. Aber Allah Azza wa Jal hat bestimmt, dass er manche Menschen recht leitet, aber andere dafür nicht. Wovon hängt das ab? Allah schaut auf dein Herz. Diese Überlieferung bestätigt uns diese Aussage: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah schaut weder auf euer Aussehen noch auf eure Körper. Walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Aber Allah schaut auf eure Herzen, und in einer anderen Überlieferung wa ila a'malikum, und auf eure Taten. Das heißt, bei Allah ist das Wichtigste das Herz, liebe Geschwister, und dementsprechend die Taten. Weil wenn das Herz gesund ist, dann werden die Taten folgen.
möge Allah uns unter den Besten der Menschen machen. Sobald ein Muslim, und dieses ist das richtige Verständnis, er weiß, dass er zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt, so weiß er kann nicht irgendwie zurückkehren. Denn er wird vor Allah, dem Herrn der Weltenbewohner, stehen. So wie Allah subhanahu wa ta'ala uns in seinem heiligen Buch sagt, أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Glauben Sie denn nicht, dass Sie wieder auferstehen an einem gewaltigen Tag, an einem Tag, wo die Menschen vor dem Herrn der Weltenbewohner stehen? Die Sache ist entschieden. Jeder Mensch, der hier gelebt hat, wird vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und er soll wissen, dass er nur deswegen hier gelebt hat, in dieser Welt, damit er eines Tages zu Allah zurückkehrt, um abgerechnet zu werden. Und Allah, der Allmächtige, er ist derjenige, der die Menschen begünstigt, indem er sie belohnt. Mit dem Paradies. Möge Allah uns das Paradies geben. Schaut, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Hal jazarul ihsan illa al-ihsan. Ist der Lohn von einem Gutes Tunden nicht nur das Paradies? Es gibt keinen anderen. Wenn du ein Gutes Tunder bist, dann ist der einzige Lohn für dich das Paradies. Nichts anderes. Bei Allah. Bei den Menschen, sie haben einen anderen Maßstab. Aber für uns ist wichtig, was Allah, Azza wa Jal, liebe Geschwister, uns antut oder nicht antut. Derjenige, der das Gute hier im Diesseits macht, es muss passieren, dass Allah ihm das Gute im Jenseits gibt. Aber derjenige, der das Schlechte macht, wal-iyadu billah, der nicht zu den Rechtgeleiteten gehört und er hat sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen, als den Allah für ihn bestimmt hat, so wird er zu den Leuten des Höllenfeuers zählen am Tage der Auferstehung. An einem Tage, wo du dich nicht mit Lösegeld freikaufen kannst. An einem Tage, wo niemand dir helfen kann. Denn Allah ist derjenige, der über dich richtet. Und wen möchtest du bringen, der Allah subhanahu wa ta'ala gefährlich sein kann? Möge Allah uns bewahren. Liebe Geschwister, unsere Rückkehr ist zu Allah. Und jeder von uns sollte sich bemühen, zu den Besten aller Menschen gehören. Denn am Tage der Auferstehung kommt der Diener zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und er wird Allah fragen, ja Allah, woher sind diese gesamten Hasanat, diese Berge von Hasanat? Und sie sind so viele. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm antworten, du hast die Menschen zum richtigen Weg gerufen, aber nicht immer haben wir das miterlebt oder gesehen. Allahu Akbar. Dann kommen viele Menschen durch dich, wohin? Zum Islam, ohne dass du davon Bescheid weißt. Was hast du gemacht? Du hast Bücher verteilt, CDs verteilt, du hast andere Menschen darin unterrichtet, die Gesetze Allahs einzuhalten. All diese Dinge werden am Tage der Auferstehung sichtbar sein. Und subhanallah, vergiss diese Sache nicht und denk nicht, diese Sache ist klein. Denn derjenige, der durch dich zum Islam gekommen ist, kann weiterhin Dauer machen und er ruft andere zum Islam. Und all diese Leute, die das Gute tun, sind in deinem Lohnbuch. Möge Allah Azza wa Jal uns das Beste im Diesseits und im Jenseits geben. Die Muslime, die besten Menschen der Welt, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte uns eine Überlieferung, die in unseren Herzen bleiben sollte. Nukmilu yawm al-qiyamah sab'ina umma, nahnu akhiruha wa khayruha. Wir werden am Tage der Auferstehung 70 Gemeinden bilden. Und ihr wisst, die Muslime sind von allen vorangegangenen Nationen als letzte Nation gekommen. Wisst ihr, wie viele Jahre vor uns schon gelaufen sind, passiert sind? Viele, viele Jahre. Wir können das nicht mal zählen, liebe Geschwister. Wenn ihr zählt von Adam a.s. bis jetzt, das sind gigantisch viele Jahre, die wir gar nicht überblicken können. Diese ganzen Generationen, bis der Islam angefangen hat mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das waren alles Gemeinden, die vor uns waren. Insgesamt wird Allah subhanahu wa ta'ala am Tage der Auferstehung 70 Gemeinden stellen. 70 Gemeinden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wir sind die letzte aller Gemeinden, aber die beste. Allahu Akbar.
Wallahi, das Blut muss kochen in dir, dass du verstehst, was für einen Rang du hast, wenn du doch nur als Muslim lebst. Und schaut mal, noch weitere Gnaden. Die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist auch die erste Nation, die in das Paradies eingehen wird, obwohl sie als letzte Gemeinde gekommen ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. Wir sind als letztes gekommen von allen Gemeinden. Am Tage der Auferstehung werden wir die Ersten aber sein, die in das Paradies eingehen werden. Allahu Akbar. Während andere Leute noch in Strafe ausharren auf ihre richtige Abrechnung, werden die Muslime schon in das Paradies eingehen, liebe Geschwister. Und eine wunderschöne Botschaft durch unsere Religion: alle Muslime in der Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam werden in das Paradies eingehen. Jeder, der Muslim ist, wird in das Paradies eingehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Ma min ummatin illa wa ba'daha fi an-nar wa ba'daha fi al-jannah illa ummati fa innaha kullaha fi al-jannah." Es gibt keine einzige Gemeinde. Von dieser Gemeinde gehen ein paar ins Höllenfeuer und auch ein paar in das Paradies, außer meiner Gemeinde. Alle werden in das Paradies eingehen. Allahu Akbar. Das bedeutet nicht, dass ein Muslim nicht in das Höllenfeuer kommt, liebe Geschwister, aufpassen. Aber jeder Muslim, wenn er auch in das Höllenfeuer kommt, weil er schwere Sünden gemacht hat, für die er nicht bereut hat. Und deswegen sollte unsere erste Priorität an einem Tag sein, dass wir nicht eher einschlafen, bis wir bereut haben, liebe Geschwister. Aber eine aufrichtige Reue, denn wer sagt dir, dass Allah dir deine Seele zurückgibt nach diesem kleinen Tod, den man den Schlaf nimmt? Gehe niemals ohne eine aufrichtige Reue sterben. Denn Allah ist in der Lage, deine Seele zu nehmen, während du schläfst, und du hast somit keine Möglichkeit mehr, bei Allah zu bereuen. Dein Buch wird geschlossen. Hättest du aber bereut, aufrichtig, für alle Sünden, die du gemacht hast, soweit du dich daran erinnern kannst, und Allah nimmt deine Seele, dann gibt es nur einen Platz für dich, das Paradies. Allahumma rizukna al-Jannah. Schaut mal, subhanallah, liebe Geschwister, alle Gemeinden, von den Juden und den Christen, obwohl ihr wisst, alle Menschen, alle Propheten waren Muslime. Weder hat Abraham eine andere Religion gebracht als den Islam, noch hat Musa alaihi salam eine andere Religion gebracht als den Islam. Noch Jesus, über ihn wird viel gelogen. Jesus war ebenfalls ein Muslim und er hat zum Islam gerufen. Es gibt bei Allah und es gab bei Allah niemals eine andere Religion als den Islam. Barakallahu fikum. Jeder, der zu euch kommt und sagt, es gibt drei Religionen, Himmelsreligionen, ist ein Lügner. Weil es gibt keine drei Himmelsreligionen. Diese Juden und Christen sind keine Religionen. Das sind Stämme. Yahuda, wie ihr wisst, liebe Geschwister, ist der Sohn von Jakob, der älteste Sohn. Sein Name war Yahuda. Und die Menschen, die diesem Stamm angehörten, haben sich den Stamm der Yahuda angehört.